heute mal ein kleines anderes Video. Ich habe mir jetzt mal die Speedbox von der Telekom besorgt mit dem Vertrag auf 100 GB im Monat. Das hat ja Billy Dramann seinerzeit mal vorgestellt und mein Festnetzvertrag lief aber bis jetzt. Den habe ich gekündigt und dachte mir, dieses als Ersatz zu nehmen. Ich packe die jetzt einfach mal aus und dann zeige ich euch das mal. Also heute mal ein ganz anderes Video. Das ist jetzt der Inhalt von der Box. Das ist der Router. Hat jetzt nicht viele Anschlüsse. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Die USB zum Laden und hier in der Klappe sind noch Anschlüsse für externe Antennen. Das war es im Prinzip schon. Ich habe hier damit vor, mein DSL zu ersetzen, weil das ist so extrem langsam hier. Jetzt habe ich allerdings festgestellt, also mit dem Handy habe ich eigentlich immer mehr Geschwindigkeit wie mit meinem DSL bisher. Jetzt habe ich diese und hatte auch Tests gemacht, das zeige ich euch dann auch nochmal. Und jetzt ist die aber gar nicht so schnell hier. Ich habe das jetzt schon an 1000 verschiedenen Ecken, bin dann auch drauf gekommen, da gibt es eine Seite, wo man sich anzeigen lassen kann, vor Ort, in welchem Sendemast man eingeloggt ist. Das habe ich auch geguckt und da ist bei rausgekommen, ich bin in einem ganz anderen Mast, wie ich eigentlich dachte. Und auch selbst wenn ich in die Richtung habe ich ein Hundertstel von dem, was maximal eigentlich angegeben ist für die Box. Ne? Die soll 300 Megabyte in der Sekunde schaffen maximal. Und ich liege bei einem Megabyte, manchmal sogar drunter, manchmal ein bisschen drüber. Weil es ja sogar ein 300stel eigentlich nur ist. Das finde ich sehr enttäuschend. Und ich habe aber durchs Fenster freie Sicht auf diesen Mast, den sehe ich sogar aus meinem Fenster raus. Ich will dann nochmal testen und mir eine externe Antenne besorgen und die draußen montieren in Richtung der Antenne und gucken, was dann kommt. Aber so bin ich erstmal jetzt doch enttäuscht von der Geschwindigkeit von der Box. Wenn ich so im Internet geguckt habe, da gibt es aber auch nicht viele Infos. Aber das, was ich gesehen hatte, das war eigentlich immer alles sehr positiv. Auch der Billy Dramann war total begeistert von dem Teil. Sagt, er hat immer Empfang, auch wenn das Handy nichts mehr hat. Und war zufrieden mit der Geschwindigkeit. Gut, sein Film war jetzt, glaube ich, auch schon 2 Jahre alt. Jetzt bin ich natürlich 2 Jahre in dem Vertrag hier drinnen. Jetzt bin ich erstmal wieder drinnen gefangen. Ich bin dann auch gespannt, wenn ich die mitnehme, wie es draußen so ist, wie ich zufrieden bin. Weil das war ja die Idee dabei, wenn ich viel mit meinem Minicamper unterwegs bin, dass ich einfach mein WLAN mitnehme. Und auch dann, wenn ich unterwegs bin, YouTube anschauen kann oder hochladen kann oder was auch immer. Also immer mein Internet dabei habe. Das war so die Idee, warum ich das überhaupt gemacht habe. Zumal ja dann hier bei mir zu Hause auch die Geschwindigkeit nicht so hoch ist. Ja, wie gesagt, ich mache dann, verbinde mal alles und mache dann auch mal eine Messung. Und zeige euch das dann. Ich kann ja einmal mein DSL mal messen lassen und dann einmal hier mit dieser Box. Und das zeige ich euch dann nochmal im Vergleich. So, jetzt bin ich soweit. Ja, dann gibt mir hier einfach Speed Test ein. Kommt schon. Dann öffnet sich das und jetzt kann man den Speed Test durchführen. Das ist jetzt der Speedtest mit DSL, wobei der jetzt aber sehr hoch ist. So hoch war der jetzt schon lange nicht mehr.
Der lag eigentlich immer unter 1. Warum heute auf einmal so hoch ist? Anscheinend ist keiner im Internet. Ja, ne, das sind jetzt die Werte für mein DSL. Jetzt mache ich den Test einfach noch einmal. Das machen wir jetzt mal vielleicht dreimal hintereinander. Dann ist das vielleicht aussagekräftiger wie nur ein Test. Ja, jetzt ist er auch schon geringer wie eben. Ja, eben war ja über 2. Jetzt wollen wir mal gucken, wie hoch er jetzt noch ist. Ja, und was auch negativ war bei der Einrichtung dieser Speedbox von der Telekom, da steht zum Einrichten, um sich auf dem Rechner einzuloggen, muss man in den Browser eingeben http://speedport.ip. Das habe ich probiert und habe die Firewall ausgemacht, was da alles stand. Ich bin hier verzweifelt. Ich bin da nicht reingekommen, das ging nicht. Und dann habe ich mich so überlegt, das Ding heißt ja Speedbox. Und dann habe ich einfach mal http://speedbox.ip eingegeben und zack, bin ich reingekommen. Also überall in dieser Karte und überall wird angegeben Speedport. Das geht aber nicht. Da kommt man nicht auf die Seite. Man muss Speedbox eingeben und dann hat man Zugriff auf dieses Menü, ne, wie bei der Fritzbox, das kann man ja auch. Und dann kann man ja alle Einstellungen machen. So, jetzt mache ich nochmal einen Test. Das ist jetzt der dritte Test. Jetzt sind wir wieder über 2. Ah, jetzt habe ich eben gar nicht geguckt, welchen Server wir da hatten. Na, gucken wir jetzt hier nochmal. Ob wieder Frankfurt. Also ich brauche, wenn ich hier einen YouTube-Film hochlade, das mache ich immer über Nacht. Und manchmal ist es morgens immer noch nicht fertig. Also da lädt er die ganze Nacht hoch. Für einen 10-15 Minuten Film. Ne, ist jetzt immer noch Frankfurt. Jetzt haben wir wieder über 2. Ja, aber für DSL ist das ja nun mal nicht viel. So, jetzt stelle ich das nun mal um auf meine Speedbox. So, das ging jetzt recht fix. Jetzt bin ich eingeloggt auf meiner Speedbox. Und jetzt machen wir auch diesen Test. Ja, wie wir jetzt sehen, ne, wir krebsen hier um die 1 Megabyte die Sekunde rum, sind drunter. Und 300 werden ja versprochen, bis maximal 300. Und das ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend, das Ergebnis. Und der Sender, der ist direkt hier oben, wenn ich aus meinem Dachfenster rausgucke, vor Kopf, den sehe ich direkt. Und meine Box, die steht hinten auf dem Schrank und hat direkte Sicht durchs Fenster auf diese. So, ja, da sind wir jetzt in Hamburg. Na gut, das ist wahrscheinlich auch der Unterschied wegen LTE und DSL. Ja, da haben wir jetzt 1 und nur der Upload, der ist schneller hier. Jetzt nochmal, wollen natürlich hier auch dreimal durchlaufen lassen, weil einer, so jetzt sind wir unter 1, eben waren wir noch über 1 ein bisschen. Wenn ich ja 10 Megabyte die Sekunde hätte, dann wäre ich ja schon fast froh, dann läuft das ja eigentlich auch. Der Upload, der ist halt schneller. Wenn ich das hier mal in Download auch hätte, da wäre ich ja schon fast zufrieden. Aber so, wie gesagt, ich versuche das dann nochmal mit einer externen Antenne, aber so ist das ja nicht wirklich schön. Jetzt beendet das gar nicht. Weil er da oben also rumzappelt und dann muss wohl ein paar Sekunden
erst einmal einen gleichen Wert haben, bis er das beendet. Auf jeden Fall 0,63 im Download ist natürlich mega wenig. Ja, ich beende, abbrechen. Und jetzt mache ich nochmal einen neuen Versuch. Also das ist jetzt der dritte Test. Und wie wir sehen, liegen wir wieder unter 1. Aber im Upload, ne, da liegen wir über dem DSL sogar noch. Aber da sollen ja auch, ich glaube, 30 Megabyte die Sekunde eigentlich maximal sein. Aber da bin ich ja mit 10 schon eigentlich zufrieden. Ja, ich stelle jetzt nochmal um auf DSL, mal gucken, was das jetzt wieder sagt. So, jetzt bin ich nochmal im anderen Rechner. Der ist jetzt mit LAN verbunden, nicht über WLAN. Mit dem hier schneide ich eigentlich die Filme und lade sie hoch. Und da mache ich jetzt nochmal den Test. Weil da lag ich eben wieder unter bei 0,5 oder so Megabyte die Sekunde. Oh, komisch, immer wenn ich das filme, dann geht's hoch. Ich sollte immer die Kamera davor halten. Dann habe ich eine höhere Übertragungsrate oder was. Ah, 0,97. Das wollte ich jetzt nur noch mal zeigen, weil ich immer, oder das ist jetzt auch schon hoch, 0,97. Meistens liege ich um die 0,5 oder noch drunter und da läuft auch kein YouTube und gar nichts mehr. Aber Upload geht jetzt gar nicht. Ich will nur mal neu machen. Gucken, was er jetzt sagt. Und dann kommt das auch nochmal dazu, ist zwar jetzt ein anderer Rechner, das ist wie gesagt jetzt ein fester Rechner, kein Laptop. Und jetzt geht das auf einmal wieder hoch, ne? Ach, keine Ahnung, eben war ich bei 0,8, wie ich gemessen habe hier mit dem Rechner. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt auch über LAN angeschlossen, was ja eigentlich noch schnell, aber das WLAN ist ja trotzdem auch schneller, also das macht jetzt auch keinen Unterschied. Und nochmal ein Test. Ah, jetzt sind wir wieder. Das sind so die Werte, die ich immer habe. Genau. Ja, so, da krebse ich immer rum mit meinem DSL. Ne, das ist jetzt DSL, was ich hier zeige. Und ja, Upload wieder macht er gar nichts mehr. Okay, so, das schneide ich jetzt auch nochmal mit rein in den Film. Wollte ich jetzt nur mal gezeigt haben, was, mit was ich hier kämpfe und warum ich das überhaupt gemacht habe mit dieser Speedbox.